So ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin so aufgeregt, ich kann euch gar nicht sagen, wie aufgeregt ich bin. Rucksack ist übrigens gepackt. Ich habe 10 Kilo in meinem Rucksack. Anka hat 8 Kilo. Ich weiß gar nicht, wie sie es geschafft hat. Aber Anka hat 8 Kilo gepackt. Ohne Kamera, ohne Wasser, 8 bis 10 Kilo. Da kommt natürlich noch ein bisschen was drauf. Lova C4 GTX High TF, das sind so Einsatzstiefel. Eigentlich auch für die Wüste. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich hoffe mal nicht, dass der Sand da reinrutscht, aber es kann gut werden. Wir warten auf unseren Zug. Als erstes sind wir mit der Bahn zum Frankfurter Flughafen gefahren. Unterwegs haben wir noch Sabrina eingesammelt und vor Ort dann die ganze Gruppe getroffen. Also Leute, wir sind am Flughafen angekommen. Beide haben hier einfach so einen riesigen Rucksack. Das Problem ist halt, dass wir viele Sachen nicht mit ins Aufgabegepäck nehmen dürfen. Deshalb müssen wir extra noch so ein relativ schwieriges Handgepäck dabei haben. Da Rucksäcke mit ihren Schnallen und Bändern als Fluggepäck nicht geeignet sind, haben wir unsere vor dem Check-in noch schnell verpackt. Also die Mädels haben hier beide so Seesäcke, große Packsäcke und Fischhaltefolie eigentlich. Also wir sind durch die Sicherheitskontrolle durchgekommen. Ihr wurdet auch betatscht. So richtig im Team. Aber sie hat kurz vorgewonnen und direkt eingegriffen. Ja, ich wurde auch betatscht. Bist du auch? Ach so, auf übrigens, jemand ist zu uns gestoßen, und zwar die Mari. Genau, hallo. Mari ist richtig? Ja, ist richtig. Mari, okay. Ja. Weil wir noch einen Ausfall hatten und der Platz jetzt durch sie ersetzt wird. Dann ging es auch schon in den Flieger. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir allerdings noch nicht, was uns in den nächsten Stunden an den Flughäfen alles erwarten würde und in welcher Katastrophe diese Hinreise enden sollte. Unser Flug wurde gecancelt, geil. Anschlussflug nach Marrakesch gibt's nicht mehr. Wir versuchen es trotzdem, wir hoffen, es stirbt zuletzt. Es ist nicht so, als wären Anka und ich nicht erst vorgestern den 100 Kilometer Marsch gelaufen. Also die Diskussion ist gerade, ich verstehe kein Wort, aber die Diskussion ist gerade, wir haben unseren Flug verpasst, der wurde für uns abgesagt, wir sind zu spät, das Boarding ist schon zu Ende, weil unser Flugzeug halt verspätet ankam. Und wir überlegen gerade, wo wir hingehen sollen, entweder wir fahren noch zum Gate und schauen, aber es macht keinen Sinn, oder wir müssen unser Gepäck holen. Es kann ja sein, dass das Gepäck auch irgendwie schon eingeladen ist, wir sind uns nicht so sicher. It depends. Anyways, we missed our flight. Okay. Um das einmal gerade zusammenzufassen, unser erster Flug hatte ein bisschen Verspätung. Das heißt, wir haben unseren zweiten nicht mehr bekommen, sind uns jetzt nicht sicher, wo unser Gepäck ist, weil das quasi Aufgabegepäck von hier nach Marokko ist. Und ja, es kann halt sein, dass unser Gepäck jetzt verschollen ist oder dass es schon auf dem Weg nach Marokko ist oder aber dass es immer noch in dem ersten Flug ist. Wir sind uns nicht sicher und es wird hier nichts gesagt. Also ich glaube, das ist die chaotischste Reisegruppe, mit der ich jemals unterwegs war. Also ich habe sie gerade gefragt und sie hat gesagt, to Marrakesch. Marrakesch, also fliegen wir doch. Doch, yes. Keine Ahnung. Nein. Heute fligen wir Negoma hin. Wir versuchen gerade an das Gepäck zu kommen, irgendwie an unser Gepäck, keine Ahnung, wo das sein soll. Und dann bucht uns die Fluglinie hoffentlich ein Hotel und dann fliegen wir morgen um 7:20 Uhr. Ja. Aber in Marrakesch wartet ein Pool auf uns. Stimmung? Noch top? Oder ist es? Sollen wir mal das positiv sehen? Vielleicht wäre die Maschine mit uns einfach abgestürzt. Immer alles positiv sehen, ne? Also wir haben neue Boardingpässe für 6.45 Uhr. Das heißt, wir fliegen morgen nach Marrakesch, haben einen 15-Euro-Gutschein für ein Abendessen und ein Hotel. Also wir kommen heute auf jeden Fall unter, ist gar kein Problem. Es ist so ein Kuddelmuddel, aber ich finde es echt geil, wie jeder hier so mit dieser Situation umgeht. Also voll gechillt, sind ja auch alle so ein bisschen abenteuerlustig drauf. Von daher wird das, denke ich, mal gar kein Problem. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal einen netten Abend in Paris, essen was, pennen nachher nochmal schön, haben nochmal eine nice Dusche, nochmal ein Klo zur Verfügung. Dann sehen wir uns spätestens nachher oder morgen früh. Wir sind gerade auf dem Weg und suchen einen Laden, wo wir noch was essen können, weil hier mittlerweile alles geschlossen ist. Alles ist zu. Reise fängt ja gut an. Die Auswahl ist bescheiden im Monoprix. Hier gibt es da so Spezialitäten. Aber hier ist so eine Packung
Die Kackhartz 5,70 €. Was für Kackhartz? Wir haben jetzt hier so eine schöne, gemütliche Runde mit Licht in der Mitte gemacht. Jeder hat sich irgendwie so eine Bowl oder was anderes geholt. Oder Kekse oder auch einfach einen ganzen Kuchen. Ich finde es sehr schön, dass du irgendwie noch so ein bisschen den Durchblick hast. Das wird unser Platz für die Nacht. Kann ich haben unsere Tickets schon, unsere Zimmerkarten. Wirklich Leute, ich bin kaputt. 233 und wir suchen jetzt mal die Zimmer. Komm. I'm really sorry. Wait, this one as well. Thank you. Yeah, this one. 2, 3, 3. Hä? Nee, hier. Ach so. Ach, Ibis. Erinnert mich ein bisschen an so eine Schiffskabine, ehrlich gesagt, so, oder? Boah, Leute, das ist so spannend, ey. Das ist schon ein Abenteuer. Alright. Let's have a look. Also, wir sind jetzt im Hotelzimmer. Einmal Füße verarzten, weil wir sind ja von Mama Dorsch gekommen. Und unsere Füße fühlen sich immer nicht so geil an. Das Hotelzimmer ist mega schön. Oh Gott, ich penne jetzt hier so 2 Stunden und dann geht's halt sofort weiter. 2 Stunden? Also wir müssen jetzt hier gerade noch so einen kleinen Haul machen, weil wir haben ja diesen coolen Beutel bekommen. Ich bin mega gespannt. Okay, also wir haben ein T-Shirt, wahrscheinlich One Size, Größe XL. Sehr cool. Okay, was haben wir dann? Einmal ein Rasierer mit passendem Rasierschaum. Refreshing White. Was ist das? Es ist so ein Auffrischtuch, denke ich mal. Das ist, denke ich mal, Zahnpasta, Creme Visage, das ist eine Gesichtscreme, ein Kamm und eine Zahnbürste. Oh Gott, wie süß ist das denn bitte? Die haben ja wirklich an alles so gedacht. T-Shirt an, würde ich sagen. Wir sehen uns morgen früh. Tschüss. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist irgendwie eigentlich noch mitten in der Nacht. Wir haben es 4.44 Uhr, auch wenn manche von euch um diese Uhrzeit immer wieder aufstehen. Jeden Morgen ist das für mich sehr ungewohnt. Um 6.45 Uhr geht unser Flieger. Hoffentlich geht heute alles gut und ich hoffe, wir finden unser Gepäck. Es ist schon wieder aufregend. Mein Fuß wird übrigens immer schlimmer. Also ich habe heute Nacht wirklich kurz überlegt, ob ich wirklich nicht mitlaufe. Eine Blase von mir hat sich da nämlich entzündet. Ja, Leute, ich weiß es nicht. Mal schauen, was Paddy später sagt. Aber erstmal müssen wir nach Marrakesch ankommen, ne? Wie geht's dir so, Gabriela? Es fiel mir sehr schwer aufzustehen. Mir auch, aber tatsächlich, also wir haben gestern echt Probleme mit den Füßen gehabt, ne? Ja, mal gucken. Ja, also wie ich sehe, wie sie schon wieder hochfüllt. Kurz vor dem Flug haben wir noch einen schnellen Abstecher ans Frühstücksbuffet gemacht und uns die Taschen mit Kleingebäck und Obst vollgestopft. Wir waren tatsächlich schon wieder etwas spät dran und mussten uns beeilen, den Flug nach Marrakesch noch zu erwischen. Wir haben es im Flieger geschafft. Durch die Sicherheitskontrolle, durch das Strapaze mit dem Beeil, wir auf 2 Leute gewartet haben, die gar nicht da sind. 3? Jetzt geht's aber ab, Leute. Wir sitzen wieder mal am Fenster. Haben wir einen schönen Ausblick aus dem Flugzeug und ja, sehen heute mal Afrika von oben. Also durch die Passkontrolle haben wir es geschafft. Mein Rucksack ist da, von dem Rest scheinbar auch, aber Ankers fehlt mir. Ich weiß nicht, ob Ankers Rucksack jetzt abhanden gekommen ist. Habt ihr das von Anker? Nein. Anker Singens ist nicht da. Kann ja noch kommen. Nee, es kommt nichts mehr. Sie haben gerade schon gesagt, es kommt nichts mehr. Was gefunden? Ankers Gepäck ist irgendwie nicht auffindbar. Wir haben jetzt so einen Zettel bekommen, wo alles draufsteht, wann das von wo geflogen ist, aber keiner weiß, wo es steckt. Wir gehen jetzt erstmal raus, sprechen erstmal mit den Wandermut-Leuten. Wir sind nämlich immer noch am Flughafen und ja, hoffen wir, dass wir erstmal vom Flughafen hier wegkommen. Die Reise steht unter keinem guten Stern, Leute. Wandermut-Jungs alle getroffen, alle am Start. Und ich würde sagen, Abfahrt, ne? Alright, dann geht's raus. Wir haben hier 2 Wagen. Das ist gut, ne? Wow. Das ist ich dachte, es wäre viel heißer. Ich dachte, wir laufen jetzt wie so eine Wand, oder? Ja. Voll. Also ich finde, es fühlt sich schon so an wie 30 Grad. 25, 30 Grad. Ihr seid 4, ne? Wir fahren jetzt zur Unterkunft. Also. Yes.
Hallo, Mimon. Das ist schon wieder gut. Oh, hier riecht es wieder Kinderessen. Hier riecht lecker. Mhm. Das ist so ein verrücktes Feeling. Wir sind jetzt gerade durch die Stadt gefahren. Habt ihr es ja gerade gesehen. Hey, die ganzen Eindrücke muss ich erstmal jetzt schon verarbeiten. Servus. Hallo. Hallihallo. Hi. Danke. Oh, es ist schön. Oh, das ist mega schön. Oh, wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet irgendwie. Schaut mal bitte, wie wunderschön das hier aussieht. Das Aussehen unserer Riad hat uns alle sehr positiv überrascht. Es war wirklich der pure Luxus mit den Palmen, dem Pool und den gemütlichen Betten. Ankers Fuß und mein Fuß wurden jetzt sogar schon verarztet. Ist beides irgendwie eine kleine Infektion drin. Wir haben beide eine gute Salbe dagegen bekommen. Und loslaufen tun wir anscheinend erst wirklich übermorgen. Morgen fahren wir aber schon mit dem Bus in die Wüste. Aber bis dahin sollte es wieder wechseln. Also da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Am Abend ging es dann noch auf den Jemaa el-Fnaa, einen der größten Märkte Marrakeschs. Paddy, unser Teamleiter, hat uns schnell ein, zwei Kleinigkeiten zum Markt erklärt und dann ging es auch schon los. Das ist der Jemaa el-Fnaa, das ist der größte Markt in Afrika. Ja, gleich auch so richtig Highlife. Man kann hier noch runtergehen, kann irgendwelche Riegel kaufen oder sonst etwas. Also noch so ein paar Snacks für die Wüste, das ist richtig geil eigentlich. Nach der langen Reise und den vielen Eindrücken, die wir dabei bekommen haben, hat der Jemaa el-Fnaa aber noch einmal alles getoppt. Von allen Seiten haben Händler ihre Waren angepriesen und uns versucht zum Kaufen zu bewegen. Es roch nach fremden Gewürzen, von überall erklang Musik und Marktrufe und wir haben uns immer tiefer in die Gassen des Marktes und die Medina gewagt. Krasses Feeling, bisschen viel, oder? Viel. Ist krass, ist von allem. Krass.